euch und Ihnen ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte sagen. Warum machen wir das überhaupt? Und dann natürlich aber wirklich auch die Anwendungen zeigen. Wie funktioniert das Ganze? Wie kann man es selbst einsetzen? Was haben wir davon als Top 250 Tageshotels? Aber vor allem, was haben Sie als Häuser davon? Und deswegen mal so ganz kurz schon auf den Inhalt, auf was ich alles eingehen möchte. Ich will euch ein bisschen was zur Entstehung und Unterscheidung sagen, also worin unterscheidet sich dieses Bewertungssystem von zahlreichen anderen Systemen. Ich will ein bisschen was sagen, was haben wir uns in Sachen Sicherheit überlegt und ganz wichtig, was bringt euch das Backend, die Pflege, also auch der Bewertungen selbst ein bisschen was. Wir wollen ein bisschen ausführlicher auf das Thema Kommentierung eingehen als Chance, was habe ich da wirklich für Möglichkeiten. Und wir werden nachher auch mal eine Live-Bewertung einfach durchführen, damit ihr den ganzen Prozess kennenlernen und erleben werdet. Wir werden euch ein paar Tipps geben, wie gelingt es eigentlich, so ein bisschen Bewertungen auch zu sammeln in einer Zeit, in der jeder Hotelgast eigentlich in irgendeiner Form von den meisten Hotels bei Abreise oder einige Tage später aufgefordert wird, eine Bewertung abzugeben. Wir werden ein bisschen was über die Marketingmöglichkeiten haben, wenn ihr solche Bewertungen gesammelt habt. Was bietet euch das für Möglichkeiten? Und ihr könnt das auch im After-Sales-Bereich einsetzen und abschließend natürlich nochmal eure Fragen beantworten und vielleicht auch das eine oder das andere zum Thema Anleitungs-PDF euch noch zeigen. Ihr werdet im Nachgang ein PDF von uns noch zugeschickt bekommen, wo nochmal die wichtigsten Dinge zusammengefasst sind. Aber auch nochmal diese Folien, die hier sind, natürlich dann dabei sind. Die Folien selbst sind allerdings jetzt nicht besonders aussagekräftig. Das soll euch nur eine Orientierung geben, um was es in den nächsten 45 bis 60 Minuten gehen soll. Und wie gesagt, das meiste ist eigentlich eine Live-Vorführung nachher dann direkt im System. Vielleicht ein bisschen vorneweg, aber das auf der Folie zur Entstehung und Unterscheidung. Warum gibt es überhaupt dieses System? Ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass heute Hotelbewertungen eine enorme Bedeutung einfach haben. Ganz viele, und ich glaube, da muss man sich nur selbst beobachten, wenn man irgendwohin verreist, schauen auf Holiday Check, auf TripAdvisor, auf Booking.com etc. oder natürlich auch auf den Widgets, ja, auf euren Homepages nach, wie wird dieses Hotel bewertet. Tatsache ist aber auch, gefühlt sage ich, 80% der Bewertungen drehen sich um, wie war es Frühstücksbuffet, wie war es Essen, war das Zimmer ruhig und war der Service freundlich. Also viele Dinge, die natürlich für den Leisure-Urlaub sehr wichtig sind, die aber im Tagungsmarkt halt nur begrenzt eine Aussage liefern. Klar, wenn die Zimmer abgewohnt sind oder das Essen schlecht, möchte ich auch nicht unbedingt dort tagen. Aber im Tagungsmarkt ist halt unsere Überzeugung, gibt es deutlich mehr Erfordernisse oder deutlich spannendere Fragen, die einen Tagungsplaner oder auch einen Tagungsleiter wirklich interessieren, um ein Urteil finden zu können, möchte ich in diesem Haus tagen oder nicht. Also das ist so eine erste Geschichte, weshalb wir mal die Diskussion hatten, was denkt die Hotellerie, um Gottes Willen nicht noch ein Bewertungstool. Nein, wir wollen ja wirklich was anderes schaffen, was den Tagungshotels wirklich weiterhilft. Wir haben dann die Chance, wenn man Bewertungen sammelt, dass wir auf unserem Portal, und ihr werdet es nachher sehen, gegebenenfalls auch auf eurem Portal, zusätzlichen Content schafft, was grundsätzlich einfach immer sehr gut ist, um eure Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Das heißt, zusätzlicher täglicher neuer Content auf unserem Portal sorgt dafür, dass jede Nacht Suchmaschinen auf jeden Fall bei uns vorbeikommen und wir deshalb bei Google in vielen Begriffskombinationen sehr gute redaktionelle Treffer also auf den ersten Seiten erzielen. Also das ist eine ganz klare, auch ein ganz klarer Vorteil für Top 250 Tageshotels und damit für alle Hotels, die bei uns vertreten sind, dass Bewertungen wirklich für zusätzlichen Content sorgen und damit auch für eine Verbesserung bei Google. Es ist, und das will ich auch sagen, deswegen sind wahrscheinlich heute auch zwei, drei dabei, es ist inzwischen auch eine Komponente für unseren jährlichen Wettbewerb der besten Tageshotels in Deutschland geworden. Die, die den Wettbewerb schon kennen, wissen, dass wir traditionell eigentlich früher, bis vor 6, 7, 8 Jahren, eigentlich nur Fragebögen versandt haben, schriftlich. Die haben die Hotels an ihre Stammkunden 20 bzw. 25 verschicken dürfen. Und dann haben wir eingeführt, dass unsere Newsletter-Abonnenten mit abstimmen dürften. Inzwischen kommt als dritter großer Block mit hinein,
hat ein Haus in den letzten 12 Monaten bis zu einem Stichtag, sprich vom 1. August, jetzt nochmal schon für den kommenden Wettbewerb, vom 1. August 2020 bis zum 31. Juli 2021 auch Bewertungen bei uns auf dem Portal gesammelt. Dabei kommt es nicht darauf an, dass ein Haus mit 80 Bewertungen besser abschneidet als eins mit nur 5. Wir sagen aber tatsächlich, es muss ein Haus, um die maximale Punktzahl eines Jahres ausschöpfen zu können, in den 3 Bereichen, die ich euch gleich nochmal zeigen werde, also Planer, Trainer und Teilnehmer, jeweils mindestens 5 Bewertungen mit mindestens 80% Weiterempfehlungsquote gesammelt haben, um sozusagen die maximale Punktzahl ausschöpfen zu können, die aus dem Wettbewerb auch, die aus den Bewertungen dann auch in den Wettbewerb einfließen können. Das also schon auch als eine Komponente, wer ehrgeizig ist und sagt, er möchte bei unserem Wettbewerb eigentlich eine gute Platzierung haben und in die Top 20 kommen, zeigt die Erfahrung, muss inzwischen eigentlich auch diese Bewertungen innerhalb eines Jahres sammeln, weil es so viele inzwischen tun, dass das schon eine wichtige Komponente ist, nach vorne zu kommen. Und es bietet natürlich auch eine Marketingunterstützung für euch selbst als Häuser an, nicht nur bei uns auf dem Portal, sodass man entdeckt, okay, ich rufe jetzt lieber dieses Haus statt jedem auf, weil dieses Haus hat Bewertungen, das andere nicht, das sehen wir jetzt gleich auf der Trefferliste, sondern es kann durch Widgets zum Beispiel bei euch auf der Homepage selbst eingebunden werden, so wie ihr das wahrscheinlich mit Customer Alliance oder anderen auch macht, oder Trust4U, anderen Anbietern, das bei euch auf der Startseite steht, 87% empfehlen dieses Haus etc. Gegen das kommen wir auch gar nicht an, das wollen wir auch gar nicht ersetzen, aber wir bieten euch eine Komponente, vielleicht zusätzlich auf der Unterseite Tagungen, ein Widget einzubinden, was aktuell Tagungsplaner, Trainer und Teilnehmer von euch als Tagungshotel halten. Und ich glaube, das ist schon ein immenser Wettbewerbsvorteil, weil nach wie vor glaube ich, ich habe noch nichts anderes beobachtet, ihr dürft mich aber gerne korrigieren. Nach wie vor glaube ich, dass wir das einzige Portal sind in Deutschland, das wirklich Tagungshotels und Tagungsthemen gezielt als Bewertungen abfragt und auch auswirft. Ich weiß vom Maisportal, von der Gräfin von Brühl, dass sie sowas intern teilweise machen, aber nicht öffentlich zugänglich. Und daher glaube ich, ist es halt ein immenser Wettbewerbsvorteil, auch gegenüber euren Mitbewerbshäusern, wenn ihr im Tagungsbereich nachweisen könnt, dass ihr speziell auch im Tagungsbereich eigene Bewertungen gesammelt habt. Also das unterscheidet sicherlich viele Top 250 Häusern von anderen Häusern. So, jetzt wechseln wir aber mal über in einen anderen Bereich. Ich muss dazu aber ganz kurz hier die jetzige Präsentation umschalten. Jetzt wechseln wir nämlich wirklich ins Netz, um euch das live vorzuführen. Jetzt gehen wir mal kurz darüber. So, wir sind auf der Startseite von Top 250 Tagungshotels und eigentlich die erste spannende Geschichte ist, wo sind überall bei uns die Bewertungen zu entdecken. Ich muss jetzt ganz kurz bei mir auch mal gerade auf eine andere Präsentation umschalten, damit ich das besser sehe. So. Wir sammeln tatsächlich alle aktuellen Bewertungen, die es gibt, an einer ganz bestimmten Stelle bei uns. Die heißt, die findet ihr, das Index BHP, nehme ich mal ganz kurz raus, unter top250tageshotels.de/Bewertungen. Also eine Seite, die wir momentan nur bedingt vermarkten. In manchen Anzeigen vermarkten wir die. Aber dort findet man alle tagesaktuellen Bewertungen über alle 3 Kategorien insgesamt. Und diese Seite wird sicherlich in Kürze stärker vermarktet werden. Und da seht ihr schon mal so eine elementare Geschichte bei uns im Projekt und was ich auch immer schon mehrfach erwähnt habe. Wir unterscheiden diese 3 Zielgruppen, Tagungsplaner oder Bucher. Ich sage jetzt mal hinlänglich die Sekretärin, der Vertriebsassistent, die Ehefrau des Kleinunternehmens, der Praktikant, der den Auftrag hat, für das nächste Meeting ein Tagungshotel zu finden, der befindet sich also in dieser ersten Gruppe. Die zweite Gruppe, der Trainer und Tagungsleiter, fasst ja auch selbst erklären, das ist derjenige, der vor der Gruppe steht und die Verantwortung trägt für den erfolgreichen Ablauf der eigentlichen Tagung. Das kann der Trainer sein, das kann aber auch die Führungskraft sein, der seine Mitarbeiter zu einem Tagesworkshop zusammenholen. Das ist der Dozent und das ist auch mal der Vorsitzende des Rotary Clubs, der am Abend seine
sein normales Wochenevent hat. Also der ist sozusagen hier eingefasst und natürlich dann noch klassisch der Tagungsteilnehmer. Auf diesem Board hier sehen wir jetzt die Bewertungen, die zuletzt eingegangen sind bei uns im Portal. Und das ist, wird etwas sein, wo wir manch einen User zusätzlich neu auf unser Portal erstmal führen. Wenn man zum Beispiel bei Google eingibt, ich springe mal ganz kurz darüber, Tagungshotels, Bewertungen, was vielleicht so eine klassische Geschichte ist oder Bewertung, die manch eine Sekretärin eingeben würde, wenn sie sagt, ja, wo finde ich jetzt eigentlich mal Bewertungen zu Tagungshotels? Haben wir natürlich die Anzeigen vorneweg, das ist klassisch. Und dann aber im redaktionellen Bereich landen wir auf Platz 1, weil wir im Grunde als das Bewertungsportal für Tagungshotels in Deutschland gelten. Und ähnliche Fälle gibt es dann zum Beispiel bei Seminarhotels, Bewertungen. Und wir haben uns auch Adressen inzwischen gesichert wie www.tagungshotelcheck oder Seminarhotelcheck. Also auch mit dem Ziel, dass wir mit diesen Seiten demnächst mal ins Marketing gehen. Gar nicht mit Top 250, sondern ins Marketing. Da aber vor allem die Bewertungen ausgeworfen werden, die wir hier sammeln. Also eine zusätzliche Vermarktungsidee und ein zusätzliches Vermarktungsangebot für eure Mitgliedschaft bei uns, ohne dass dadurch irgendwelche Mehrkosten für euch entstehen würden. Und nun gibt es natürlich die Möglichkeit, dass User sagen, okay, ich kriege jetzt hier erstmal so einen Gesamteindruck. Ah ja, Pfalzhotel Asselheim oder Seminarhotel Gut Tanzen, ich bin als Trainer dort und möchte einfach wissen, wie geht es Trainern dort? Waldhotel Stuttgart, ähnliche Frage, ich bin Planer und ich kriege jetzt mal so eine erste Orientierung, wie gehen die mit Planern um? Oder aber ich suche ganz konkret nach meinem Hotel hier, also ich sage jetzt zum Beispiel, ich suche nach der Steinburg in Würzburg, wird mir dann schon angeboten hier als Trefferliste und ich kann jetzt dieses Hotel bewerten, beziehungsweise ich sehe natürlich sofort, was haben die bisher für Bewertungen erzielt und kann schauen, wie geht es bei Tagungsplanern? Und die haben zum Beispiel sehr viele Bewertungen. Also sie haben momentan schon 26 Bewertungen im Tagungsplanerbereich. Oder ich schaue mir dann an im Tagungsleiterbereich, wie viele Bewertungen haben die? 216 Bewertungen von Tagungsleitern. Also ich muss auch dazu sagen, Steinburg und Gut Hüderhof sind unsere absoluten Spitzenreiter mit den meisten Bewertungen. Davon aber jetzt einfach nicht abschrecken lassen. Wichtiger ist, denke ich, dass man immer mal wieder aktuelle Bewertungen hat, so vielleicht pro Monat mal eine bekommt, damit es wirklich eine sehr gute, repräsentative, aktuelle Übersicht auch liefert. So, wir gehen aber jetzt wieder zurück in die Trefferliste. Jetzt muss ich aber gleich mal ganz kurz einen Schluck Wasser trinken. So. Entscheidend ist bei uns im Portal, wann ist es denn, was habe ich für einen Vorteil, wenn ich allein auf dem Portal von Top 250 Tagungshotels schon Bewertungen gesammelt habe? Wir gehen jetzt einfach mal in die Trefferliste. Es sucht jemand nach Bayern, er sucht dort ein Tagungshotel. Und dann sehen wir ja oftmals hier schon fast bei den ersten, und hier direkt bei den ersten Treffern, es gibt Hotels, die haben diese Empfehlungsquote ausgeworfen. Und es gibt Hotels, die haben eben keine Bewertungen bis dato gesammelt. Und das ist einfach eine sehr naheliegende Sache, dass wenn ich jetzt als Planer ein Haus suche und kriege hier schon eine klare Empfehlung, 99% aller Tagungsplaner würden dieses Haus weiterempfehlen, dass mich dieses Haus deutlich mehr interessiert als das daneben. Und diese Studie wird sofort gestützt, wenn ich auf den einzelnen Häusern, das können Sie ja bei Ihren Häusern auch, einfach mal kurz nachschaue, die liegen jetzt sozusagen kilometermäßig 5 Kilometer auseinander oder 10 Kilometer auseinander. Also ich suche im Raum Frankfurt oder im Raum Aschaffenburg tatsächlich ein Tagungshaus und schaue hier beim Hotel an, mir das Haus an und kriege hier eigentlich so eine Kostprobe. Ich weiß nicht, wem von Ihnen das schon und euch das schon bekannt ist. Hier kann ich ja immer sehen, wie viele Seiten meines Hotels in den letzten 30 Tagen in einer Live-Betrachtung wirklich aufgerufen wurde. Von diesem Haus, Tagungszentrum Schmerlenbach, 1007 Seiten. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück zu einem Haus, das eigentlich genauso oft aufgerufen werden müsste. Das Hotel Zeller in dieser Region hat aber keine Bewertung, da liegen wir nur bei 385 Seiten. Bedeutet also, es gibt zwei große Komponenten, diese Seitenzahl deutlich zu steigern.
regionsunabhängig. Das ist Bewertungen und das ist als Premium House mit News. Auf das Thema News gehen wir jetzt nicht ein, aber tatsächlich sorgen Bewertungen auch für einen spürbaren Anstieg der Seitenaufrufe bei uns auf dem Portal. Was, denke ich, irgendwo logisch ist, und da können Sie sich ja mal selbst prüfen, wenn Sie so eine Trefferliste bekämen, würde es immer mehr locken, auch mal auf jeden Fall auf die Häuser zu klicken, die eine Empfehlung haben und dann sicherlich klar die anderen auch anzuschauen, aber das ist eindeutig ein Marketingvorteil, auf ein Haus zu gehen, das eine Empfehlung hat. So, damit ein bisschen was zur Trefferliste und was bei uns im Portal schon für ein Vorteil ist, solche Häuser aufzurufen, die Bewertungen haben. Ich würde jetzt vorschlagen, wir machen mal eine Musterbewertung. Das zeigt Ihnen dann mal, wie komme ich eigentlich auf diese Bewertungen und wie läuft das Ganze ab und was ist schon auch der Vorteil unseres Portals. Der Heidel vom Median Hotel ist Mitglied jetzt gerade in unserer Session, aber er weiß noch nicht zu seinem Glück, dass ich sein Hotel jetzt live bewerten werde. Braucht überhaupt keine Sorge haben, Herr Heidel. Sie können ganz entspannt immer noch sich zurücklehnen. Aber es hat den Hintergrund, dass ich ja tatsächlich vor wenigen Wochen dort einen Workshop gehalten habe und deswegen jetzt auch tatsächlich berechtigt wäre, Ihr Haus zu bewerten. Ich biete Ihnen an, dass wir die Bewertung natürlich nachher wieder löschen. Aber wenn Sie sagen, nee, es war eine gute, faire Bewertung, schön, lassen Sie doch einfach drin stehen. Lassen Sie drin stehen. Also, ich bin jetzt sozusagen Besucher des Median Hotels in Hannover-Lehrte gewesen und möchte das Hotel nun bewerten. Die erste Fragestellung wäre, dazu komme ich nachher auch noch mal ganz kurz, in einem guten Marketing könnte jetzt Herr Heinl im Nachgang zu unserer Tagung, die am 4. September dort war, sowohl der Frau Werner, die die Tagung organisiert hat, einen Link schicken, zu bitten, würden Sie mich bitte als Tagungsplaner oder Bucher bewerten. Und Herr Heinl könnte mir als Trainer oder Tagungsleiter, den Workshop geleitet hat, ebenfalls den Link schicken, ob ich das Ganze nicht als Trainer oder Tagungsleiter bewerben möchte. Das wäre sozusagen eine Chance, schon aus einer Veranstaltung zwei Bewertungen zu holen. Jetzt unterstellen wir mal, Herr Heinl hat es mir geschickt und ich gehe jetzt auf die Bewertung und sage, ja, ich möchte euch als Trainer und Tagungsleiter bewerten. Ich klicke auf dieses Feld und gebe also an, wir haben hier verschiedene Muss-Felder. Es war die Firma Repekon, die das bewertet hat. Ich war jetzt Geschäftsführer, der die Tagung geleitet hat. Muss mich hier auf jeden Fall verifizieren. Das sind auch Pflichtfelder. Muss meine Mailadresse angeben. Auch das ist ein Pflichtfeld. Ich möchte aber jetzt zum Beispiel, was die meisten haben, nicht, dass mein Name in der Bewertung genannt wird, sondern er wird nachher nur Herrn Heinl genannt, der kontrollieren kann, wer die Bewertung abgegeben hat. Aber sie wird hier an dieser Stelle also nicht in der Bewertung genannt, wer ich war, sondern ich möchte, dass sie nicht später im Frontend genannt wird. Bezeichnung der Veranstaltung ist auch ein Muss, dass ich im Grunde auch identifiziert werden kann durch das Median Hotel. Hat die Veranstaltung, war das wirklich eine von bei uns oder war es eine Fake-Veranstaltung? Es war Corona und Restart, hieß die Veranstaltung Top 250. War ein Workshop. Jetzt müssen wir nicht vertippen. So. Die Veranstaltung hat stattgefunden am 4. September. Das war eine Tagesveranstaltung. Also endete auch am 4. September. So. Und jetzt kriege ich drei Fragen. Wir schauen uns nachher auch die drei Fragen bei den anderen Zielgruppen an, die genau auf mich als Trainer oder als Workshopleiter abgestimmt sind. Und da muss ich jetzt tatsächlich auch mit einer offenen Antwort arbeiten. Ich halte diese Bewertungssysteme mit Smiley oder Sonne zwar angenehm für den User, aber sie bringen eigentlich keinen echten Mehrwert für den späteren Leser dieser Bewertung. Also wie empfanden Sie die Qualität des Seminarraums, der Technik und der Arbeitsmaterialien? Sehr heller Raum mit Fensterfront, heller Raum mit Fensterfront und einer tollen Technik, so habe ich es wirklich empfunden. Wie flexibel und seminarorientiert zeigte sich das Hotel während der Veranstaltung? Das wäre zum Beispiel auch Kaffee, Pause, wurde Corona-bedingt
exklusiv für unsere Gruppe vor den Raum gelegt, als Beispiel. Und wie trug das Umfeld zum Lernerfolg ihrer Teilnehmer bei? Die separaten Pavillons lassen eine sehr individuelle Lernatmosphäre aufkommen. So, das könnte ich jetzt theoretisch noch ein bisschen ausführlicher machen. Mein Resümee, ein toller Tagungsort, ist sehr zentral erreichbar und doch im Grünen, erreichbar bei Hannover und doch im Grünen. So. Und mein Gesamteindruck ist, man bekommt mehr als erwartet, also war wirklich eine sehr tolle Atmosphäre. Deswegen gebe ich hier die Note 1. Ich muss jetzt sozusagen noch als Abgebender erklären, dass ich da wirklich selbst vor Ort war und dass das auch dann zur Veröffentlichung bestimmt ist. Und ich sende nun das Formular ab. Und jetzt kriegt der Hinweis, und wir spielen jetzt das gleich in der Echtgeschichte weiter durch, bekommt jetzt den Hinweis, dass es in 48 Stunden erst online gestellt wird. Diese 48 Stunden sind, glaube ich, auch eine Besonderheit bei uns im Projekt, weil das jetzt ermöglicht, dass die Hotels zuerst die Bewertung sehen, bevor es irgendjemand anderes sieht. Ich schalte Ihnen jetzt nämlich mal kurz rüber, was Herr Heinel gerade bei sich auf dem Rechner gekriegt hat, und ich bekomme es auch auf den Rechner, weil ich sozusagen als Webmaster der Top 250 Tagungshotels auch immer ein Auge drauf habe, dass hier kein Schindluder getrieben wird. Herr Heinel hat jetzt gerade eine Mail bekommen, wo die zwei wichtigsten Dinge drinstehen, die er für eine Schnellbewertung braucht. Da ist ein Kunde, der war super zufrieden. Es brennt also überhaupt nichts an. Und er liest schon mal ganz kurz, was hat er denn so als Resümee geschrieben? So als Gefühl, gibt jetzt heute ein gutes Gefühl für den heutigen Tag, gibt ihm aber sozusagen auch noch einen anderen Anreiz. Er kriegt hier gleichzeitig die Information, dass diese Bewertung in 48 Stunden, also am 21.11. um 11.24 Uhr online geht. Das wäre für ihn jetzt wichtig, wenn er zum Beispiel sagt, da steht Note 5 und da steht ein abgrundschlechtes Personal und ich habe mich total beleidigt gefühlt, damit bei ihm die Alarmglocken angehen, um zu sagen, halt, ich möchte das erstmal genau kontrollieren, bevor hier irgendwie was Schlechtes über mein Haus verbreitet wird. Also normalerweise in diesen Fällen machen jetzt 98% oder 95% unserer Hotelier gar nichts. Die löschen die Mail oder schieben die in einen Ordner. Ich will Ihnen aber zeigen, was tatsächlich für Potenzial jetzt auch an so einer Bewertung steckt. Wir gehen jetzt mal in den Verwaltungsbereich hinein, und zwar in den Bereich des Medianhotels. Das ist jetzt ein bisschen ausführlicher als das, was Sie jeweils für Ihr eigenes Haus sehen, weil ich jetzt hier ein paar Admin-Tools mehr drin habe, nicht wundern, aber was Sie alle in Ihren Häusern haben, wenn Sie ins Backend gehen, ist dieser Bereich Bewertungen. Und da klicke ich jetzt mal drauf, und da ist jetzt schon diese Bewertung hinterlegt, die eben eingegangen ist. Sie sehen jetzt hier oben erstmal, wer alles im Medianhotel, Herr Heinel, das auch für Sie nochmal zur Kontrolle, diese Mail bekommen hat. Die haben jetzt nur Sie bekommen. Wenn jetzt Sie im Haus sagen wollten, ich möchte aber auch, dass es mindestens immer in unserer Rezeption landet, weil ich bin ja auch mal im Urlaub oder habe die Mails nicht, und ich möchte, dass das vielleicht bei Herrn Reinke landet, können Sie hier bis zu 3 Mails-Adressen eingeben. Die kriegen sozusagen alle gleichzeitig die Mail. Also das ist auch ein Sicherungsmechanismus für die Häuser, dass jemand sagt, es ist schön, dass Sie zu uns kommen, aber ich bin ja nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Dienst. Ich möchte also, dass es auch andere bei uns im Haus bekommen. Das ist so eine erste Einladung an Sie alle, das auch in Ihrem Backend dann zu kontrollieren. Wer steht da drin und sind es die richtigen Mailadressen oder sollen noch andere reinkommen? Also bis zu 3 sind möglich. So, jetzt kann Herr Heinel, der ja jetzt gerade mit mir live die Bewertung verfolgt hat, aber normalerweise nichts davon mitbekommen hat, sozusagen in die Bewertung selbst hineingehen und sie sich wirklich detailliert anschauen. Wer war es? Er hat beurteilt als Trainer. Wer war es? Was für eine Veranstaltung war es? Jetzt habe ich in dem Fall sogar vergessen, die Übernachtung einzugeben. Also das dient noch dazu, gerade bei Tagungsteilnehmern zu kontrollieren, war der wirklich bei mir im Haus? Was hat er geschrieben?
Und normalerweise, auch jetzt wieder, würden viele Hotels sagen, ja, nett und gut, alles im grünen Bereich, aber natürlich habe ich die große Chance, einen Kommentar einzufügen. Und das ist jetzt einfach eine riesen Marketingchance für Sie als Häuser. Das kennen Sie von anderen Bewertungsportalen mit der allgemeinen Aussage, Kommentare kurz zu geben bei einer Beschwerde, bedeutet, Sie nehmen das sehr ernst, Sie kümmern sich drum, bügelt also auch eine schlechte Beurteilung durchaus wieder aus. Bei einer guten Beurteilung schreiben dann viele rein, ja danke, freut uns sehr, und kommen Sie wieder. Ich glaube, ein Kommentar bietet Ihnen eine Riesenchance, auch marketingtechnisch noch etwas zu unterstreichen. Wenn jetzt ein Hotelier liest, was hier steht und sagt, momentan ist es mir wichtig, dass auf dieses Corona-bedingt eingegangen wird, dann könnte jetzt Herr Heinl hier stellvertretend schreiben, es ist uns derzeit sehr wichtig, Corona-konform auch für Kleingruppen Tagungen aufrechtzuerhalten. Wir freuen uns, dass das so gut bei Ihnen wahrgenommen wurde. So, ich unterschreibe jetzt aber mal nicht mit Michael Heinl und so weiter. Also das ist dann eine Sache, die darf der Heinl hinterher gerne noch ergänzen oder was anderes schreiben. Oder wie gesagt, wir können das Ganze auch danach dieser Session wieder löschen. So, Kommentar speichern. Das heißt, jetzt ist dieser Kommentar auf jeden Fall schon mal hinterlegt, dass wenn eben am übermorgen um 11.24 Uhr das online geht, schon der Kommentar mit dabei ist. Also jetzt ist es schon mal marketingtechnisch eine deutlich rundere Sache. Jetzt hätte es aber auch sein können, dass hier gestanden hätte, wie gesagt, war unter aller Kanone und war nicht in Ordnung. Und im Medianhotel schaut man darüber, weil das, was da geschrieben wurde, stimmt einfach nicht. Oder der Kunde war gar nicht da. Oder der hat sich wie die Axt im Walde gegenüber Personal aufgeführt. Dann besteht bis zum 21.11., 11.24 Uhr auch die Chance, hier ganz kurz eine Begründung reinzuschreiben, dass das Hotel es nicht akzeptieren kann, dass diese Bewertung online geht. Und dann auf Veto einlegen klicken. Das heißt erstmal, sie geht definitiv nicht online am 21.11. um 11.24 Uhr, sondern ich bekomme als Webmaster eine Nachricht, dass das Hotel mit dieser Bewertung nicht einverstanden ist und nehme dann mit dem Hotel auf und rede nochmal in Ruhe drüber, was war da, was ist da vorgefallen, und wir entscheiden dann final, was passiert mit dieser Bewertung. Ist, glaube ich, ein sehr guter, wichtiger Sicherungsmechanismus. Wir brauchen ihn aber jetzt nicht überbewerten. Wir haben momentan im Portal rund 4.000 Bewertungen. Und bei diesen 4.000 Bewertungen wurde bisher 5-mal ein Veto eingelegt, wovon 4-mal unberechtigt war und beim 5. Mal das Hotel gesagt hat, ich muss zugeben, es stimmt alles, was da drin steht. Also das Gespräch dann auch ergeben hat. Das Haus hat sich dann tatsächlich auch von sich aus den Top 250 verabschiedet, weil sie gesagt haben, wir können einfach dieses Niveau und diesen Level zurzeit nicht bieten, der notwendig ist. Also deswegen jetzt nicht überbewerten. 90, ach viel mehr, eigentlich die Kunden, die Sie auffordern, eine Bewertung abzugeben, meinen es in 99% der Fälle sowieso gut mit Ihnen. Deswegen laden wir Sie ein, das wirklich als eigenständiges Marketinginstrument zu verstehen. So, wir speichern das Ganze jetzt aber nochmal ab, dass es wirklich safe ist. Und damit würde jetzt, wie gesagt, diese Bewertung übermorgen im Portal erscheinen. Allerdings muss man dazu sagen, es erscheint dann noch nicht eine Empfehlungsquote, denn, jetzt gehen wir mal kurz auf die Empfehlungsquoten zurück, Empfehlungsquoten erscheinen erst, wenn mindestens 5 Bewertungen in einer Gruppe online sind. Also es müssen mindestens 5 Tagungsplaner abgestimmt haben, dann errechnet sich aus den 180, 60% etc. diese Weiterempfehlungsquote. Und deswegen haben wir auch manche Häuser, die vielleicht in 2 Bereichen oder in einem Bereich erst eine Weiterempfehlungsquote haben. Und wir haben andere Häuser, die haben vielleicht schon eine erste Bewertung gesammelt oder 2, aber es erscheint hier noch keine Weiterempfehlungsquote. Das muss man einfach im Hintergrund wissen. Deshalb alle, die jetzt so ein wenig starten nach dem Motto, ich möchte jetzt hier auf jeden Fall Balken bekommen,
müssen die Geduld haben, dass sie in einer einzelnen Gruppe mindestens 5 Bewertungen haben müssen. Das zum Verständnis hierfür. So, jetzt haben wir ein bisschen was zum Thema, wie läuft die Bewertung ab, wie läuft es online ab. Ich frage jetzt zum ersten Mal einfach mal in die Runde, gibt es bis dato schon Fragen? Birgit, du musst wegen mir auf den Chat schauen, weil ich sehe ihn gerade nicht bei mir, aber du meldest dich, wenn da irgendwas im Chat eine Frage wäre. Und ansonsten lade ich ein, mal kurz die nächsten 2, 3, 4 Sekunden oder auch länger kurz das Mikro einzuschalten und mir mal ins Wort zu fallen, wenn es wegen dieses Ablaufs schon eine Frage gibt. Wenn nicht, dann machen wir weiter. Dann gehen wir jetzt mal zum Thema Sammeln von Empfehlungen, denn das ist ja auch eine spannende Geschichte. Wie komme ich eigentlich an die Empfehlungen heran? Dazu schalte ich mal ganz kurz wieder rüber zu unserer PowerPoint-Präsentation. Muss mal hier aber eine neue Freigabe rübergehen und gehen wir mal kurz in diese wieder rüber. Wir waren jetzt hier an der Stelle. Eine spannende Geschichte ist, oder na, vielleicht sollte ich einen Punkt früher anfangen. Ich gehe noch mal ganz kurz in die Präsentation rüber. So, wir gehen rüber nochmal in die Live-Präsentation. Und schaue hier, gehe hier auf ein einzelnes Hotel. Und dann gibt es diesen Bereich Hotel bewerten bei jedem einzelnen Hotel. Den sollte man anklicken und dann ergibt sich hier oben ein Link. Dieser Link ist der entscheidende, um auf die Seite zu kommen, wo die Bewertungen starten. Manche Hotels machen den Fehler und gehen auf ihre Profilstartseite, machen daraus den Link und dann passiert es aber, dass diejenigen, die bewerten sollen, lange suchen müssen, wo muss ich jetzt da genau hin, klicken da drauf, finden es nicht, verlieren schnell die Geduld. Wichtig ist, wenn Sie einen Link erzeugen, den Sie verbreiten, dann bitte auf diesen Link gehen. Es macht keinen Unterschied noch zu sagen, der Tagungsteilnehmer kriegt einen anderen Link. Es wird immer der gleiche Link sein. Fällt mir gerade ein an der Stelle, das haben wir vorhin übersprungen. Können Sie natürlich auch nochmal in Ruhe nachschauen, aber ich mache es jetzt trotzdem kurz. Die unterschiedlichen Fragen der Tagungsplaner und Bucher hat 3 andere Fragen als der Trainer, die wir gerade durchgemacht haben. Da ist die Frage, wie schnell und verständlich erfolgte das Angebot? Das ist für viele Tagungsplaner sehr wichtig. Wie professionell wurden Ihre Vorstellungen für die Tagung durch das Hotel umgesetzt? Ist die nächste Geschichte, also der eigentliche Ablauf. Und dann, das ist ein Megagrund für spätere Kommentierungen und Marketingmaßnahmen. Was war der Grund, dass Sie sich für dieses Haus entschieden haben? Wenn es heißt, die Lage, dann können Sie kommentieren als Hotel. Das sagen uns viele Tagungsplaner, diese tolle Erreichbarkeit an der Autobahn XYZ mitten im Grünen. Oder der Grund war, wir fühlen uns schon seit Jahren hier wohl, es ist noch nie was passiert. Dann können Sie als Hotel kommentieren, wir wissen, wie wir mit Stammgästen umgehen. Und das ist eines unserer großen Funde, die wir haben, dass wir wirklich uns genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden einstellen können, etc. Also wenn da ein etwas Brauchbares wirklich von Ihren Tagungsplanern ausgefüllt wird, haben Sie da eine wirklich große Chance, in Ihrem Kommentar darauf einzugehen und immenses zusätzliches Vertrauen bei anderen Planern zu wecken, diese Beurteilung lesen. So, dann haben wir aber, wie gesagt, noch die dritte Gruppe des Tagungsteilnehmers. Der kriegt dann Fragen, die schon sicherlich ein bisschen mehr mit dem Hotelalltag haben, zu tun haben. Welchen Eindruck hatten Sie vom Tagungsraum und der technischen Ausstattung? Hier geht es jetzt wirklich um diese allgemeinen Wohlfühlkriterien, Unterbringung, Gastronomie und Pausenbewirtung. Und da fragen wir aber auch so ein bisschen, haben Sie Ihre Freizeit auch gestalten können in diesem Haus? Und wenn ja, was sind da so die Möglichkeiten? Man sollte das nicht unterschätzen, auch natürlich auf die Bewertungen der Tagungsteilnehmer schauen dann Planer hinterher sehr gerne, weil sie sagen, okay, wenn sich da andere Teilnehmer wohlfühlen, dann gilt es für meine genauso. Jetzt aber wieder zurück zu dem eigentlichen Link. Diesen Link sollten Sie dann für Ihr Haus wirklich herausnehmen und daraus diesen entweder versenden oder aber als QR-Code produzieren. Und das zeigen wir Ihnen jetzt mal kurz an dieser Stelle, wie das manche Häuser machen. So kommen Sie zu Bewertungen. Also manche haben sozusagen eine Empfangskarte, wo auch immer, sei es beim Einchecken oder sei es im Tagungsraum und haben dann hier den Bewertungscode mit dabei, den man dann mit dem Handy, mobil sehr angenehm auch ausfüllen kann.
Andere haben dann, das war jetzt ein Entwurf, den wir gemacht haben, können zum Beispiel auf irgendwelchen Tablets, die im Raum stehen und die an der Rezeption stehen, den QR-Code verbinden und da sozusagen eine Bewertung ermöglichen. Dass jetzt unsere Köpfe da eingebunden sind, soll sie jetzt nicht irritieren. Also da können Sie natürlich jederzeit die Köpfe der Hoteldirektoren oder des Tagungsbereichs mit einbinden. Das haben wir jetzt nur mal als Demo gemacht. Wiederum andere sehr erfolgreich sind damit, dass sie auf dem Platz mit einer Schokolade, also vielleicht mal abweichen vom Pfefferminzbonbon oder vom Atemgold, tatsächlich die Schokolade mit irgendetwas verbinden, was mit der Bewertung zu tun hat. Das erzeugt große Aufmerksamkeit und glauben Sie mir, eigentlich alle Tagungen haben manchmal irgendwie einen Leerlauf drin, sodass einer mindestens mal mit seinem Handy auf den QR-Code geht und schon mal in ihrem Bewertungsbereich drin ist und dann durchaus auch Lust und Laune hat, sich zu bewerten. Was ich auch schon entdeckt habe, ist zum Beispiel auf dem WLAN-Ticket, dass den Teilnehmern ausgehändigt wird, dass der QR-Code mit dabei ist. So macht es das Gesundheitsressort in Freiburg zum Beispiel. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, den QR-Code auch auffällig und werbetechnisch gut zu platzieren, um dadurch wirklich Bewertungen zu erzeugen und die Resonanz hier deutlich nach oben zu bringen. Jetzt gehen wir wieder zurück auf den Online-Bereich. So, wir haben jetzt gesehen, in welchen Bereichen jeweils bewertet werden kann. Sie haben jetzt gesehen, wie diese Balken bei uns entstehen können. Sie haben erlebt, wie so ein ganzer Bewertungsablauf stattfindet. Und jetzt gehen wir noch über in den Bereich, im Marketingbereich, wie Sie das auch auf Ihrem eigenen Haus oder auf Ihrem eigenen Portal für Ihr Haus wirklich einbinden können. Sie bekämen dazu, wir stellen Ihnen dazu für Ihr Haus verschiedene Musterbutton verschiedenster Größe zur Verfügung. Also wenn Sie dann Interesse haben, kriegen Sie diesen von uns zugeschickt, der schon auf die aktuelle Quote Ihres Hauses ausgerichtet ist. Wenn Sie jetzt sozusagen noch bei Null sind, steht dann einfach hier noch nichts drin. Aber Sie können das jetzt jederzeit schon anfangen, bei sich einzubinden in verschiedensten Größenordnungen. Also je nachdem Halfpage, Leaderboard, je nachdem wo und wie Sie es einbinden möchten, mit dem jeweiligen Skript für Ihren Webmaster und der Schnittstelle zu uns. Es ist sogar möglich, das Ganze in Ihre E-Mail-Signatur einzubinden. Aber dazu muss dann sozusagen Ihr Webmaster oder Ihr Internetfachmann im Hause doch zwei, drei andere Skript-Themen beherrschen. Aber auch das ist möglich. Ich denke, spannend ist es vor allem auf der eigenen Homepage, es einzubinden. Und wie sieht das dann in einem Haus aus? Das zeige ich jetzt auch mal exemplarisch beim Hotel Schönbuch. Wie es dann auf der Tagungsseite aussieht. So, das ist sozusagen das Untermenü Tagung und dann ist hier das eingebunden, was Sie gerade gesehen haben. Kurzer Seitenlink, auch das ist von uns das Veranstaltungsticket, also auch das bietet sich bei Häusern an, darum wollen wir uns aber heute nicht beschäftigen. Wenn Sie den Erwerb von Veranstaltungstickets auf Ihrer Homepage zu Vorzugspreisen ermöglichen wollen, bieten Sie für uns auch diesen Link. Aber wir schauen uns jetzt vor allem mal das an. Das heißt, das hat das Hotel bei sich auf dem Haus auf dem Portal eingebunden und natürlich ist der User, der jetzt beim Hotel Schönbuch, der hat gar nichts mit uns zu tun, aber interessiert ist, was bedeuten eigentlich Tagungsplaner 99% oder Trainer 99%, der klickt drauf und landet dann bei sämtlichen Bewertungen, die für das Hotel Schönbuch bis dato eingetroffen sind und kann sich dann als Tagungsplaner sozusagen auch einlesen, was wurde hier jeweils zum Hotel beschrieben. Und dann stehen hier die jeweiligen Bewertungen drin. Und hier der Klassiker, wie gesagt, danke, bis bald. Also es machen viele Hotels. Hier wird einfach an dieser Stelle relativ viel noch an Marketingchance verschenkt, weil man kann da tatsächlich noch ganz gut auf den Kommentar des Kunden eingehen. So, wir gehen wieder zurück. Und damit ist das eine runde Geschichte fürs Hotel. Wir verlassen dadurch aber nicht, wir öffnen nur ein zusätzliches Fenster. Also wenn ich jetzt rausgehe, bin ich auch ganz normal wieder auf der Seite des Hotel Schönbuch und kann dort weiterarbeiten und weiter surfen. So,
So, das, denke ich, ist eine relativ wichtige Geschichte für Ihr Marketing auch, eine schöne Ergänzungsgeschichte, wenn Sie Bewertungen gesammelt haben und solche Widget bei sich im Tagungsbereich auf der Seite einzubinden. Ja, dann sind wir eigentlich jetzt auch nach 45 Minuten relativ weit. Jetzt gucke ich mal, was noch spannend sein könnte, was wir auf der Seite bei uns nochmal eingehen könnten, wo Potenzial für Sie besteht. Ich könnte Ihnen noch exemplarisch mal zeigen, das habe ich jetzt allerdings, glaube ich, nur als Textentwurf hier. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, was zum Beispiel das Median-Hotel für eine Mail hätte. Das ist jetzt falsch rübergeschoben. Das Median-Hotel hätte mir jetzt zum Beispiel einen Mailtext noch schicken können, an die Frau Werner zum Beispiel, dass am 4. September wir ja im Haus waren zur Tagung und ein paar andere ergänzende Sätze dazu. Und dann wirklich an den Tagungsplaner, der anders als der Trainer, der bei Ihnen übernachtet hat und anders als der Teilnehmer, der bei Ihnen übernachtet hat, und vermutlich von Ihnen jetzt über eine Nachmail aufgefordert wird, das Haus zu beurteilen, bekommt der Tagungsplaner nie solche Aufforderungen. Und deswegen könnte man jetzt tatsächlich einige Tage nach der Tagung einen Tagungsplaner, eine Mail schicken, noch eine Bitte an Sie. Von Hotelgästen bekommen wir vielfältig Feedback zu unseren Leistungen. Aber gerade als Tagungshotel interessiert uns natürlich auch die Meinung der Planer. In Zusammenarbeit mit der Kooperation Top 250 Germany freuen wir uns, wenn Sie uns als Tagungsplaner nur 3 Fragen und ein Resümee der Zusammenarbeit ziehen könnten. Dann hier den Link einbinden, den ich jetzt gerade gezogen hätte vom Median Hotel. Und es sind 2 Minuten, Ihre Zeit in Anspruch, aber hilft unsere Leistung kontinuierlich zu überprüfen und vielen anderen Planern in gleicher Position wie Sie ein echtes Feedback zu unserer Kompetenz als Tagungshotel zu bekommen. Hier geht es zum Fragebogen. Das heißt, das wäre jetzt hier vorne schon gestanden. Also löschen an dieser Stelle. Tatsächlich ist es ein gutes Instrument mit dem Planer und das ist Ihr Auftraggeber, auch auf diese Art und Weise im Nachgang nochmal in Kontakt zu treten, ohne dass es sofort als After Sales wird. Aber natürlich können Sie diese Mail auch nutzen, zu sagen, es freut uns gleichzeitig, wenn wir in den nächsten Tagen mal telefonieren können, ob weitere Planungen Ihrerseits anstehen, ob wir entsprechendes nochmal wiederholen wollen, etc. Nicht wenige Planer nutzen sogar jetzt unser Bewertungstool und fordern dann die Planer, die Teilnehmer ihres Firma bei der Tagung auf, doch auch als Tagungsteilnehmer abzustimmen. Und tatsächlich bekommt so der Tagungsplaner oftmals viel realistischer ein Feedback, wie es den Teilnehmern im Hotel gefallen hat, als wenn es nur beim Hotel landet. Also wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben bei der Tagung nichts falsch gemacht und ich gehe da jetzt ins Risiko, dann schlagen Sie doch dem Planer vor, ob er nicht auch diesen Link an die Teilnehmer schicken möchte. Und dann kann er in wenigen Tagen bei Ihnen auf dem Portal lesen, was Teilnehmer zur Tagung bei Ihnen im Haus gemeint haben. Also wie gesagt, das haben einzelne Häuser auch schon praktiziert. Es muss in Ihr Marketing passen, aber wenn Sie sagen, auf die Art und Weise können wir wirklich unsere Bewertungen nochmal deutlich erhöhen und es nimmt vielleicht eine andere Wirkung beim Teilnehmer ein, wenn die Firma ihn auffordert, das Hotel zu bewerten, als wenn das Hotel ihn auffordert, es zu bewerten. Das heißt, das kann nochmal deutlich auch die Resonanz steigern, wie Sie auf mehr Bewertungen kommen. Ja, dann würde ich jetzt am Abschluss Ihnen noch zeigen, ich gucke mal kurz auf meine Liste und frage mal kurz auch die Birgit bzw. Silke, wenn Sie könnt euch einschalten, gibt es irgendetwas, was wir im Bewertungsbereich vergessen haben, noch zu erwähnen oder zu zeigen? Ich schalte so lange aber mal auf das, was Sie jetzt im Nachgang von uns zugeschickt bekommen werden. Wir gehen noch mal ganz kurz rüber in die PowerPoint und Sie kriegen jetzt im Nachgang ein 2-seitiges PDF, wo Ihnen das nochmal erklärt wird, also was ist die Bedeutung des Bewertungssystems. Wir erklären Ihnen anhand von Links noch einmal, was auf so einem Link stehen könnte. Den QR-Code können Sie sich selbst kostenlos im Internet erzeugen mit dieser Adresse, aber wir erzeugen das auch gerne für Sie, wenn Sie möchten. Also einfach auf die Rundmail, die wir jetzt allen Teilnehmern schicken, mit den Unterlagen kurz antworten, bitte schickt uns den Link und schickt uns den QR-Code, das machen wir dann. Ihnen wird noch mal kurz erklärt, wie wird wirklich wo was dargestellt. Wir zeigen Ihnen dann noch einmal, wo Sie die Demo-Banner oder was für Demo-Banner es sind. Ganz wichtig allerdings, Sie dürfen jetzt nicht auf den Link gehen und
die Demo-Banner, die da hinterlegt sind, verwenden, sondern die sind jetzt tatsächlich auf das Hotel Schönbuch ausgerichtet. Jedes Hotel bei uns hat eine eigene ID. Das heißt, Sie kriegen von uns dann den Link mit der ID Ihres Hotels und das sind dann die richtigen Banner, die Sie sich bei Ihnen auf der Homepage einbinden sollten. Und dann können Sie nochmal jederzeit auf das Beispiel vom Hotel Schönbuch gucken, um wirklich zu entdecken, wie kann sowas zum Beispiel eingebunden werden. So, das ist dann im Nachgang zu diesem Tutorial, bekommen Sie die Rundmail und wie gesagt, antworten Sie dann Frau Werner, die Ihnen das rumschicken wird, wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, was Sie noch benötigen oder was Sie brauchen.